Die Hypo Alpe Adria ist das größte Finanzdebakel in der Geschichte der Zweiten Republik Österreichs. Im Fall Hypo geht es um Milliarden und um die große Frage, wie viel die Bank den Steuerzahler noch kosten wird. Alles begann mit der massiven Expansion einer kleinen Kärntner Landesbank. Damals, Anfang der 90er Jahre, war die Hypo noch eine sehr kleine Bank. Doch mit einem neuen Chef an der Spitze der Bank sollte sich das schnell ändern. Ziel war es, in den rasant wachsenden Märkten in Süd- und Osteuropa Fuß zu fassen. Die Hypo sollte expandieren, sie sollte Kredite vergeben und sie sollte wachsen, um jeden Preis. Das wird später auch der Grund sein, warum die Hypo vor der Insolvenz stehen sollte. Die Kontrollmechanismen der Bank haben mit dem Wachstum nicht mehr mitgehalten. In der Folge haben sie versagt. Das heißt, es wurden Kredite vergeben, die in dieser Form niemals hätten vergeben werden dürfen. Wie massiv die Bank gewachsen ist, das zeigt uns die Bilanzsumme. Sie wächst, je mehr Kredite von der Hypo vergeben werden. Ausgangspunkt ist das Jahr 1991. Damals beträgt die Bilanzsumme knapp 2 Milliarden Euro. In nur 8 Jahren verdoppelt sich die Bilanzsumme auf mehr als 4 Milliarden Euro. In dieser Zeit werden erste Filialen in Süd- und Osteuropa eröffnet. Ab 1999 greift dann das Land Kärnten der Bank gehörig unter die Arme. Nur 3 Jahre später beträgt die Bilanzsumme bereits 10 Milliarden Euro. Und so geht es dann weiter. 2004 18 Milliarden, 2006 31 Milliarden. Im Jahr 2007 wird die Hypo Alpe Adria an die Bayerische Landesbank verkauft. Auch sie wird die Bilanzsumme weiter in die Höhe treiben. Zuerst auf 38 Milliarden und dann auf den absoluten Höhepunkt. 43 Milliarden Euro Bilanzsumme im Jahr 2008. Doch wie war es möglich, dass eine kleine Kärntner Landesbank ihre Bilanzsumme in nicht einmal 2 Jahrzehnten um mehr als das 20-fache erhöht? Dazu müssen wir Folgendes wissen. Die Hypo hatte, nachdem sie eine kleine Bank war, nicht genügend Eigenmittel, also nicht genügend Geld, um so massiv zu expandieren. Sie musste sich das Geld ausborgen, und zwar mittels Anleihen. Privatpersonen wie Sie und ich oder auch Unternehmen konnten ihr Geld der Hypo leihen. Sie bekamen dafür Zinsen und die Hypo verpflichtete sich, das Geld nach einigen Jahren wieder zurückzuzahlen. Das war aber noch nicht alles. Damit die Hypo möglichst niedrige Zinsen zu zahlen hat oder anders gesagt, damit sie möglichst billig an Geld kommt, hat das Land Kärnten Haftungen ausgesprochen. Das machte nicht nur die Expansion für die Hypo leichter, sondern auch die Veranlagung für die Gläubiger sicherer. Sollte die Bank im Falle einer Insolvenz das Geld nicht mehr zurückzahlen können, muss nämlich jetzt das Land Kärnten einspringen. Warum das für das Land sehr riskant werden sollte, liegt daran, dass Kärnten ein Jahresbudget von 2 Milliarden Euro hat. Die Haftungen, die eingegangen wurden, machten aber ein Vielfaches aus. Sie steigen von 5 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf bereits 8 Milliarden Euro im Jahr 2002. 2004 sind es dann 15 Milliarden, 2005 20 und 2006 haftet das Land Kärnten für fast 25 Milliarden Euro. Das ist 12-mal höher als das Budget des Landes Kärnten. Wäre die Bank pleite gegangen, hätte das Kärnten mit in die Pleite reißen können. Für das Land Kärnten war es trotzdem ein vermeintlich gutes Geschäft. Dafür, dass es das Risiko auf sich genommen hat, hat es jährlich von der Hypo eine sogenannte Haftungsprovision kassiert. Jedes Jahr waren das mehrere Millionen an Euro, die so in die Kasse des Landes Kärnten geflossen sind, obwohl Kärnten die Garantie, nämlich im Notfall zu zahlen, gar nicht hätte einlösen können. Die Europäische Union hat solche Landeshaftungen damals verboten. Sehen wir uns jetzt an, was mit dem Geld passiert ist, das sich die Hypo Alpe Adria billig ausgeliehen hat. Die Hypo hat im Zuge ihres Expansionskurses das Geld weitergeliehen, in Form unzähliger Kredite. Weil aber die Kontrolle gefehlt hat, Risiken falsch eingeschätzt wurden und die Bank für Betrug anfällig wurde, wurde das Geld nach und nach in den Sand gesetzt. Und das über Jahre hinweg. Mit der Finanzkrise im Jahr 2008 kam dann das wahre Ausmaß ans Tageslicht. Die Hypo hatte mit ihren Krediten unzählige Immobilienprojekte, von Häusern bis Luxustourismusanlagen finanziert. Doch plötzlich konnten viele Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr begleichen.
Die Bank blieb auf den Krediten und den damit finanzierten Immobilien sitzen. Das hat regelrechte Löcher in die Bilanz der Hypo gerissen. Doch kurz bevor es dazu kam, wurde die Bank verkauft. Die bisherigen Eigentümer, allen voran das Land Kärnten, konnten das Problem Hypo an die Bayerische Landesbank weitergeben. Die Bayern wollten unbedingt in Süd- und Osteuropa Fuß fassen, haben noch mehr Kredite vergeben, gingen noch mehr Risiken ein und mussten schon kurz darauf einsehen, dass die Hypo zur Fehlinvestition wurde. Die Hypo zu retten hätte viel Geld gekostet. Zu viel, also drohten die Bayern damit, die Bank pleite gehen zu lassen. Für Kärnten, aber auch für die Republik Österreich war das ein Horrorszenario. Man fürchtete, dass Kärnten aufgrund der Haftungen mit in die Pleite gerissen werden könnte. Und so trat man, wie im Nachhinein von einer Untersuchungskommission bescheinigt wurde, relativ unbeholfen und ohne entsprechend vorbereitet gewesen zu sein, in Verhandlungen mit den Bayern ein. Das Ergebnis: die Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria. Jetzt gehörte die marode Bank der Steuerzahlerin und dem Steuerzahler. Bis heute hält sich der Vorwurf, dass die Bayern einfach nur hoch gepokert haben. Hätten sie die Hypo als Eigentümer der Bank tatsächlich pleite gehen lassen, hätten sie sich möglicherweise selbst einen Schaden von bis zu 8 Milliarden Euro zufügen können. Die Republik Österreich soll das und mögliche Alternativen zur Verstaatlichung nicht ausreichend geprüft haben. Der Schaden konnte von den Bayern also wieder nach Österreich zurückgegeben werden. Ab der Verstaatlichung passierte jedenfalls lange nichts, bis nach mehr als 4 Jahren entschieden wird, dass die Hypo Alpe Adria abgewickelt werden soll. Kurzum, der Staat schiebt alle maroden Bestandteile der Bank, also alle faulen Kredite, bei denen nicht sicher ist, ob sie jemals bedient werden, in eine sogenannte Bad Bank. Dort verbleiben sie und werden nach und nach, und da sprechen wir von 5, 10, vielleicht auch 15 Jahren, entweder als Verlust abgeschrieben oder, wenn der Kreditnehmer doch wieder zahlen kann, nachträglich einkassiert. Der Name Hypo Alpe Adria war ab sofort Geschichte. Nun ist von Heta die Rede gewesen. So heißt die Abbaugesellschaft, in der die Vermögenswerte der Bank abgewickelt werden. Ihr Ziel ist es, alle Besitztümer der Bank zu verkaufen, wenn möglich zu einem hohen Preis. Denn je höher der Preis, zu dem verkauft wird, desto besser können die Verluste der Hypo abgedeckt werden und desto geringer ist im Endeffekt der Schaden für die Steuerzahler. Das Gesamtausmaß des Schadens lässt sich deshalb erst sagen, wenn alle Besitztümer verkauft worden sind. Ob der Steuerzahler den Schaden allein wird tragen müssen, darüber wird derzeit gestritten. Denn aufgrund der Verstaatlichung sind die Gläubiger, also alle Privatpersonen und Unternehmen, die der Hypo damals Geld geliehen haben, verschont geblieben. Das Finanzministerium will sie dazu bewegen, auf einen Teil ihres Geldes zu verzichten. Doch ganz so leicht dürfte das nicht werden, denn offiziell ist die Hypo, oder wie sie jetzt genannt wird, die Heta, nicht pleite. Sie kann also ihre Schulden weiterhin begleichen. Österreich hat deshalb den Druck erhöht, zum Beispiel im Jahr 2014 mit dem sogenannten Hypo-Sondergesetz. 900 Millionen Euro, die die Hypo von Gläubigern bekommen hatte, müssen aufgrund dieses Gesetzes jetzt nicht zurückbezahlt werden. Bei diesen Gläubigern handelt es sich um sogenannte Nachranggläubiger, die im Falle einer Insolvenz der Bank ihr Geld erst nach allen anderen Gläubigern erhalten hätten und damit ein höheres Risiko eingegangen sind. Sie konnten für dieses Risiko höhere Zinsen verlangen, das Risiko aber kurioserweise gleichzeitig wieder an das Land Kärnten abtreten. Das Finanzministerium unterstellte ihnen, das bewusst ausgenützt zu haben. Jetzt liegt der Fall bei Gerichten, weil einige Gläubiger bereits gegen diesen aufgezwungenen Schuldenschnitt geklagt haben. Und auch das sogenannte BASAG, das Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz, das 2015 neu in Kraft getreten ist, sorgt bei den Gläubigern für Unmut. Das Gesetz hat es dem Bund ermöglicht, einen Zahlungsstopp über die Heta zu verhängen. Die Heta muss also 1 Jahr lang ihre Schulden nicht begleichen und die Gläubiger müssen, ob sie wollen oder nicht, zumindest 1 Jahr lang auf ihr Geld warten. Ob sie dann ihr Geld wiedersehen, ist mehr als fraglich, denn die Finanzmarktaufsicht, die für die Abwicklung der Heta zuständig ist, will bis dahin berechnen, auf wie viel Geld die Gläubiger verzichten sollen. Darüber verhandeln will die Behörde aber nicht. Sie will den Schuldenschnitt stattdessen per Bescheid erlassen, also von Amts wegen anordnen.
Wie Sie merken, hat das Ringen darum, wer den milliardenschweren Schaden der Hypo zu bezahlen hat, bereits begonnen. Die Gläubiger, der Steuerzahler oder eben beide. Nur eines scheint bereits schon absehbar: die Causa Hypo wird uns noch lange beschäftigen.